Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die Situation in den Krankenhäusern ist, was die finanzielle Lage betrifft, aktuell höchst prekär. Ende 2022 waren 20% der Krankenhäuser defizitär unterwegs. Ende 2023 werden 50% der Krankenhäuser defizitär sein. Ende 2024 70 bis 80% defizitär. Und 2024 sind 31% der Krankenhäuser akut insolvenzgefährdet. Das sind von knapp 1.700 Krankenhäusern deutschlandweit 500 Krankenhäuser, die bankrott gehen könnten. Und dieser Zustand, meine Damen und Herren, ist völlig inakzeptabel, was die Gesundheit der Menschen in Deutschland betrifft. Und Sie, Kolleginnen und Kollegen von der Ampel, haben ja mehrfach behauptet, ja, das liegt an den Investitionskosten. Ich möchte Ihnen das noch mal erklären. Ich weiß nicht, ob Sie die Zeitung lesen, aber die Inflation ist doch das Problem. Die Inflation der Materialkosten und vor allem die Steigerung der Tariflöhne sorgt dafür, dass die Defizite der Krankenhäuser völlig durch die Decke gehen. Und ich muss Ihnen auch eins sagen, vielleicht haben Sie das vergessen. Seit dem Krankenhausgesetz von 1972 ist die Betriebskostenfinanzierung eine Bundesgeschichte. Also Sie sind zuständig, werfen Sie keine Nebelkerzen. Sie sind zuständig, drücken Sie sich nicht raus und retten Sie die Krankenhäuser. Und wir als CDU-CSU-Fraktion, wir sind ja irgendwie nachsichtig mit Ihnen. Wir haben gedacht, vielleicht brauchen Sie ein bisschen Zeit, um nachzudenken, was man tun könnte. Und deswegen haben wir Ihnen eine kleine Anfrage gestellt der Bundesregierung, was Sie tun wollen, Herr Lauterbach. Und Sie haben uns geantwortet, mehr oder minder, ich fasse es zusammen, nichts, gar nichts. Die Krankenhäuser, die müssen sich halt einfach zusammenreißen und vielleicht werden ein paar pleite gehen. Das ist halt einfach ein Kollateralschaden. Das kann wirklich doch nicht wahr sein. Und Herr Minister, ich muss sagen, das ist doch eine komplette Arbeitsweigerung, was Sie aktuell machen. Die Krankenhäuser stehen vor dem Bankrott, und Sie weigern sich, den Krankenhäusern zu helfen und die Betriebskostenfinanzierung anzupassen. Ich sage Ihnen, das ist doch ein Abwrackprogramm für die Krankenhäuser in Deutschland. Und Herr Minister Lauterbach, Sie verweisen ja auf immer Ihre tolle geplante Reform. Ich muss Ihnen ja sagen, Sie geben ja selber zu, und der Kollege Franke hat es ja gestern im Ausschuss gesagt, frühestens in diesem Jahr wird es beschlossen. Und im Jahr 2026 greift es. Also, die Finanzierung bis dahin ist völlig ungeklärt, weil die Betriebskosten aufgrund der Inflation immer steigen. Und ich muss Ihnen auch eins sagen, Ihre Entökonomisierung ist doch eine Milchmädchenrechnung. Aktuell werden über die DRGs 61 Milliarden Euro erwirtschaftet. Dann werden 60% über Vorhaltepauschalen finanziert und 40% über DRGs. Ich sage Ihnen eins, es bleibt weiterhin bei 61 Milliarden Euro. Die sind jetzt zu wenig und die werden auch dann zu wenig sein. Das löst doch kein Problem. Was Sie machen, ist doch einfach eine Scheinlösung. Und wichtig ist doch eins. Wir brauchen eine Brückenfinanzierung, bis die Reform greift. Und die Krankenhäuser dürfen doch nicht völlig unkontrolliert in Deutschland pleite gehen. Manche Krankenhäuser davon sind versorgungsnotwendig. Das ist ein Angriff auf den ländlichen Raum. Und ich sage Ihnen noch eins, es ist ein Konjunkturprogramm für die AfD, was Sie hier machen, indem Sie den ländlichen Raum vor allem im Osten mit dem Kahlschlag bedrohen. Und der Bundesminister, Bundeskanzler, hat uns ja als Opposition einen Deutschlandpakt angeboten. Wir bieten Ihnen einen Pakt zur Rettung der Krankenhäuser an. Bitte stimmen Sie unserem Antrag zu, damit die Krankenhäuser bis zur Reform nicht pleite gehen. Vielen Dank.